Guten Tag. Bundesweit sind Bäckereien von den steigenden Rohstoff-, Energie- und Lieferkosten betroffen. Bäckermeister Thomas Bode betreibt 3 Bäckereifilialen in Mitteldeutschland und muss immer mehr Geld in die Hand nehmen, um seine Brot und Brötchen zu produzieren. Ein Brot wird irgendwann 10 Euro kosten. Was bedeuten die steigenden Preise für den Bäcker um die Ecke und seine Kunden? Das wollen wir uns heute in einer Bäckerei in Heiligenstadt anschauen. Die Preissteigerung, die haben wir schon im letzten Jahr gemerkt, auch wo von Krieg eigentlich überhaupt noch keine Rede war. Dass das natürlich jetzt mit dem Krieg in der Ukraine noch mal eine ganz andere Dimension angenommen hat, überfährt uns eigentlich alle. Der selbstständige Bäckermeister und Innungsmeister Nordthüringen hat einen Betrieb mit 3 Filialen, Liefergeschäft im Umkreis von 40 Kilometer und etwa 10 Beschäftigte. Mit Sorge beobachtet der 54-Jährige die massiven Preissteigerungen und Lieferengpässe. Mehl hat sich im Vergleich zum Oktober des letzten Jahres um 20% verteuert. Die Rohstoffe, die sind sogar schon bei 25-30%. Also Öl zum Beispiel ist schon gar nicht mehr verfügbar. Also auch bei den Großhändlern nicht. Wegen der Verteuerung musste der Bäcker die Preise des gesamten Sortiments um etwa 20% erhöhen. Ein normales Brötchen hat vorher 37 Cent gekostet und kostet jetzt 49 Cent. Hier drüben haben wir Spezialbrote. Und die Brote, die Sie hier oben sehen, das sind Roggenmischbrote mit untergearbeiteten Körnern und Saaten. Die haben alle 20% draufgekriegt. Also wirklich wie mit der Gießkanne so über dem großen Beet. Man hat alles erwischt. Das sind also 2 Kilo, es ist ein Vierpfünder. Das kostet jetzt bei uns 7,40 Euro und war vorher angesiedelt bei 6,60 Euro, 70 Euro, sowas in der Drehe. Es kursieren ja die verschiedensten Meinungen und es gibt also auch Leute, die behaupten jetzt schon, Brot wird irgendwann 10 Euro kosten. Das kann durchaus passieren. Früher haben die Herstellungskosten wie etwa Personalkosten den größten Anteil des Preises ausgemacht. Das habe sich seit dem letzten Jahr geändert. Inzwischen würde ich natürlich schon sagen, dass Lohnkosten, Energiekosten und Rohstoffkosten auf gleichem Niveau rangieren, also zu je 30%. Der Preis für Backwaren ergibt sich heute also zu gleichen Teilen aus den Herstellungskosten und den gestiegenen Energiepreisen sowie den Rohstoffkosten. Dabei ist der kalkulatorische Gewinn laut dem Bäckermeister unverändert geblieben. Es sind immer welche dabei, die der Meinung sind, jetzt wird der Bäcker reich oder kann sich ein neues Auto kaufen oder dies oder das, was natürlich alles Blödsinn ist, ist nicht der Fall. Die Mehrkosten für Brot und Brötchen bemerkt Kundin Claudia K. deutlich in ihrem Geldbeutel. Wir sind 3 Personen und man merkt es schon. Ist klar, das merkt man. Aber was will man machen? Man muss essen, man muss trinken. Derjenige, der es macht, der muss auch, will auch seine Brötchen verdienen. Die verwitwete Mutter von 2 Söhnen arbeitet als Haushaltshilfe und geht davon aus, dass sie durch die Lebensmittelverteuerung etwa 20 Euro mehr für ihren Wocheneinkauf aufbringen muss. Sonst hat man doch in die Regale einfach gefasst, so rein und also ich zumindest. Und jetzt gucke ich doch schon, naja gut, das ist jetzt ein paar Cent günstiger und dann kaufe ich doch das andere. Mit Sorge beobachtet der Bäckermeister, dass es vor allem für Familien und Geringverdiener schwieriger werde, Backwaren beim Bäcker einzukaufen. Dennoch sieht er auch einen positiven Effekt. Durch diese ganze Situation gewinnen Lebensmittel, speziell auch Backwaren, eigentlich erstmal die Wertschätzung in Deutschland, die sie überhaupt haben müssten. Er beobachtet ein Umdenken bei seinen Kunden. Es werde gezielter eingekauft und weniger weggeschmissen. Trotzdem wundert sich Bäcker Bode, dass durch die in die Höhe getriebenen Preise der Eindruck entstehe, dass es in Deutschland nicht genügend Getreide für die Brotproduktion gäbe. Deutschland könnte sich mit Getreide selber versorgen, aber es wird exportiert. Damit wir am Ende dann wieder irgendwo anders noch her was einkaufen müssen, ich verstehe es nicht, das verstehen viele nicht. Die Müllerverbände, die gehen dagegen schon seit Jahren an und kommen nicht durch, weil die Lobby einfach zu gering ist. Ich sage das immer so ganz überspitzt, wenn ich am Samstagmittag hier noch ein Brot im Regal habe und ich selber habe zu Hause noch keins fürs Wochenende, dann ist das meins. Dann ist es nicht das, was ich verkaufe. Und so müsste es eigentlich mit den Lebensmitteln in Deutschland auch sein. Wir müssen erstmal sicherstellen, dass wir uns in Deutschland versorgen können, bevor wir anfangen, Lebensmittel zu exportieren.
Durch den Krieg in der Ukraine steigen die Weltmarktpreise für Weizen, Roggen und Co. Trotzdem erzeugt die deutsche Landwirtschaft ausreichend Getreide, um den Bedarf im eigenen Land zu decken, wie auch diese Zahlen des Landwirtschaftsministeriums zeigen. Eier, Gemüse und vor allem Obst muss Deutschland hingegen aus dem Ausland importieren, ist hier aber nicht auf Importe aus der Ukraine angewiesen. Um allen Menschen unabhängig vom Gehalt ein Bäckerbrot zu ermöglichen, bietet der Bäckermeister seinen Kunden Brot vom Vortag zum halben Preis an. Als Spartipp empfiehlt Bode, einfach beim Bäcker um die Ecke nach dem einen Tag alten Brot nachzufragen. Tschüss!